Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Ich möchte das unbedingt ausprobieren Haul. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Vielleicht wird dieses Video etwas länger, das seht ihr ja quasi an der Länge des Videos. Ich habe euch deswegen halt hier auch so Timestamps reingepackt. Wir haben hier sowohl Produkte von PR-Partnern, von Kooperationspartnern, als auch Produkte, die ich mir selber gekauft habe. Ich habe hier selbstverständlich Beautymates am Start. Ich habe ein riesengroßes Paket von Nimia bestellt. Das ist ja von Niki Tutorials die Marke. Die hat neue Produkte rausgebracht, aber ich habe mir auch die alten bestellt, weil ich die mal ausprobieren wollte. Ein bisschen was von Purish habe ich bekommen, also immer mal wieder. Und das möchte ich jetzt hier einfach verwenden. Ein schönes Zuschauerpaket habe ich bekommen. Die angeblich geilste Mascara, die es ever gegeben hat. Und ein Staubsauger. Ganz randommäßig wollte ich euch auch vorstellen, denn den habe ich jetzt gerade zugeschickt bekommen. Hab den ausprobiert und mein Freund und ich sind tatsächlich ziemlich glücklich damit. Okay, aber ich möchte zuallererst in meinem Gesicht starten, denn ich habe tatsächlich jetzt auch wirklich nichts in meinem Gesicht, außer ein bisschen Toner, den ich mir eben drauf gemacht habe. Ich war eben mit meinem Freund Blumenshoppen und jetzt möchte ich ein bisschen Freshness reinbringen. Da starte ich mit dem ersten Produkt von Niki Tutorials. Das ist dieses Wear It All Starts Cream. Sie verwendet die ja ständig auch als Primer-Ersatz. Wobei, ich packe mir wahrscheinlich gleich noch einen Primer drüber. Und die möchte ich nämlich gerne verwenden mit den Beautymates Boostern. Weil du kannst die Beautymates Booster ja in jede beliebige Creme reinmischen. Wenn du deine absolute Lieblingscreme hast, ne, kannst du das damit kombinieren. Und ich habe die letztens schon wieder bei Jennys Highlights gesehen. Obwohl Jenny sagte, ist jetzt nicht so geil, weil die so stark parfümiert ist und so. Habe ich mir gedacht, oh, die sieht so schön aus. Und die war halt in diesem Paket halt auch mit drin, was man dort bestellen konnte. Ne? Deswegen, ja. Okay, also, ich gucke mir die Creme jetzt erstmal an. Ja, die ist wirklich schon sehr stark parfümiert. So schaut sie aus. Jetzt habe ich die hier in meinen Fingern. Ich kann ja einfach mal die Konsistenz mir angucken. Oh, die hat aber schön Glow mit dabei. Seht ihr das? Das sieht gut aus. Aber ja, wow, die ist wirklich sehr, sehr stark parfümiert. Leider waren keine Nagelprodukte mit dabei und ich musste mir gestern Abend meine Fingernägel mal ablackieren, weil das, die waren schon 2 Wochen drauf, das hat echt gut gehalten. Naja, ich habe mir jetzt ein Handtuch mal genommen, weil das werde ich sicherlich gleich brauchen. Und jo, die Creme werde ich mischen mit den Beautymates Boostern. Beautymates ist ein Kooperationspartner von mir, das wisst ihr. Da bekommt ihr mit Claudi 30% Rabatt. Und zuallererst nehme ich mir jetzt hier aus diesem Vitamin-Duo den Anti-Pickel-Booster. Die Booster sind hochkonzentriert, das heißt, die sind wirklich deutlich krasser als ein Serum unterwegs. Du hast da krass schöne Wirkstoffe mit drin. Ich habe hier unten aktuell so ein paar Unreinheiten. Es geht klar, ne? Also hier ist so ein kleiner Pickel. Deswegen habe ich mir jetzt einen Tropfen aufgenommen und verteile das hier einfach mal. Du kannst es pur auftragen, du kannst es aber auch in die Creme mit reinmischen. Und das mache ich mit dem Pore Minimizer Booster tatsächlich auch ganz gerne. Hier haben wir nämlich Vitamin C und B3 drin. Das ist Niacinamide und ja, ist eine Pipette, ne? Dann nehme ich mir ein bisschen was von der Creme. Gebe mir das in meine Handinnenfläche. Dann nehme ich mir 1, 2 Tropfen. Dann vermische ich das Ganze. Das ist so ein bisschen, ich liebe es einfach, ne? Und dann kommt es aufs Gesicht. Ja, ich mag Beautymates einfach gerne und deswegen gehe ich euch da regelmäßig immer wieder mal mit auf die Nerven, weil ich weiß, dass viele von euch das einfach feiern, dass ich den Code habe, dass ich euch sagen kann, Mensch, 30% Rabatt, Leute, haut raus, ne? Und dass ich, ja, einfach hinter der Marke stehe. Ich finde, die Produkte sind einfach gut. Die machen schöne Wirkstoffkosmetik, die vegan, tierversuchsfrei und ohne irgendwelche Geschichten sind, die ich einfach nicht möchte. Also keine PEGs, keine Parabene und so weiter und so fort. Und du hast hier wirklich eine gute Geschichte, die dir deine Haut auch verbessert. Also bei mir hat es wirklich meine Haut verbessert. Es gibt diese Sets schon vorkonfiguriert. In dem Fall haben wir ja das Vitamin-Duo, da könnt ihr drauf sparen. Und dann noch Claudi 30 mit dabei. Dann hast du da einfach ordentlich gespart. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Creme für meinen Hals und mein Dekolleté. Und ihr könnt aber auch im Set-Konfigurator mal vorbeischauen. Dort könnt ihr euch das Set individuell zusammenstellen, je nachdem, wie ihr so Bock habt. Ne? Schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch alle Produkte sowieso verlinkt, aber natürlich auch die Beautymates-Produkte und den mega geilen Rabattcode. Gönnt euch das auf jeden Fall hart und
viel Spaß beim Shoppen. Ja, ich habe jetzt hier die Creme soweit aufgetragen und ich muss sagen, ich finde sie sehr schwer. Also das ist wirklich eine sehr, sehr reichhaltige Creme, die aber für meine trockene, sensible Haut eigentlich einen echt guten Eindruck macht. Ich habe aber jetzt super klebrige Hände, deswegen muss ich mir definitiv das Handtuch nehmen, um sie so ein bisschen abzuschwächen. Ich kann mir vorstellen, als Nachtcreme definitiv, das werde ich auch als Nachtcreme in Anwendung nehmen. Ansonsten ist die, glaube ich, jetzt für den Sommer, heute haben wir 31 Grad, ja, ein bisschen zu schwer. Ne? Genau, also auch mit in diesem Set drin enthalten, was ich mir geholt habe, ist etwas, was ich jetzt gerade brauche. Da, wie heißt das? Blow Before You Go Fan. Den finde ich einfach toll. Du hast drei verschiedene Stufen und kannst dir damit einfach, ich lieb's, Luft ins Gesicht ballern. Ja. Hat hier auch so einen Fuß mit dabei, dass du es hinstellen kannst. Ich werde es wahrscheinlich auch hier einfach so auf meinem Tisch genauso stehen lassen. Theoretisch könntest du dir das auch irgendwo dranhängen, so eine Schlaufe. Aber da müsstest du dich entscheiden, Fuß oder nicht Fuß. Und ein Ladekabel. Jetzt habe ich hier noch was Cooles. Ein Cooling Stick für die Augen. Brr, brr, Cooling Eye Stick. Das gab es auch von Essence so in der Art. Ne? Beim letzten Sortiments-Update, den fand ich jetzt nicht so bombastisch. Aber wir gucken mal. Vielleicht jetzt so als leichte Augenkühlungsgeschichte. Mal gucken, brr, brr, inwiefern mich das jetzt runterkühlt. Ich bräuchte sowas eigentlich für meinen ganzen Körper gerade. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir jetzt gleich einfach ein Fußbad mache. Das mache ich nämlich gerne, wenn ich so Adventskalender auspacke. Und Fun Fact, ich habe hier einen Adventskalender stehen, beziehungsweise einen Schwangerschaftskalender. Aber es sind 24 Türchen dementsprechend. Ne? Hat auch irgendwie was mit sowas zu tun. Also so kühlend finde ich das jetzt nicht, muss ich gestehen. Ich habe heute Nacht nicht ganz so bombastisch geschlafen. Hund und Freund haben geschnarcht. Babybauch war eigentlich ganz freundlich zu mir. Da kann ich mich jetzt soweit nicht beschweren. Ja. Nee, das muss man jetzt echt nicht unbedingt haben. Ne? Fand ich jetzt nicht so. Nee, ich weiß nicht, ob der bei mir bleibt. Ich bin jetzt schon direkt am Auge angewendet, aber ich glaube, den gebe ich weiter. Weil, was soll ich damit, ne? Ich habe den von Essence weitergegeben und der von Essence ist meiner Meinung nach sogar ein bisschen besser als der hier. Deswegen, ne. Dann war auch in diesem Set mit drin enthalten das License to Glow Serum. Aber ich habe jetzt eigentlich, weiß ich nicht, soll ich das mal drüber machen? Viel hilft viel. Ja, komm, machen wir, ne? Warum eigentlich nicht? Wir haben jetzt hier ein Ausprobier-Haul. Dementsprechend knall ich mir das einfach mal drauf. Also das sieht auch Hammer aus. Wie viel ist denn da drin? Wow, das ist riesig, Leute. 50 Milliliter. Nö. Ich meine, gut, ein normales Serum wären ja so 30. Aber es ist schwer. Also es wiegt nicht ein Kilo oder so, aber es wiegt schon ordentlich, ne? Das ist eine riesige Verpackung. Ah, das war das. Guck mal, da sehe ich hier auch diese Geschichte. Oh ja, blaue Dröpskes mag ich. Was auch immer. Brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe ja die mega geilen Beauty Mates Booster auch schon in meinem Gesicht. Aber druff damit, Leute. Oh, ist das schön. Guck mal, blau. Ja. Ich weiß, das ist so ein richtiger Insta-Move und es ist eigentlich total dämlich, sich das so ins Gesicht zu geben. Aber ich mag das gerne. Ich fühle sowas ja, ne? Also Hautpflege ist für mich immer so, ah, das gehört alles irgendwie in, ach, in Wellness und Spa und Wohlfühl. Ja, eigentlich macht man das Serum drunter und dann die Creme drüber, ne? Egal. Glowy Kapowy. Theoretisch brauche ich da jetzt nicht auch eine Mega-Base oder sowas drüber. Müssen wir mal schauen, ob ich gleich überhaupt Foundation trage. Vielleicht ein bisschen. Oder ich verwende nur den Concealer gleich. Egal. Auf jeden Fall habe ich hier noch ein Produkt, was jetzt total neu rausgekommen ist bei ihr. Das ist nämlich von Nimia Spill the Juice Lip Gloss. She said, what? Hier sind, 5 Milliliter drin. Und das hat sie jetzt ganz neu rausgebracht. Da gibt es unterschiedliche Farben. Habe ich bei Antjes Verrett, genau. Antje hat das auch vorgestellt, ne? Auch schon gesehen. Die hat unterschiedliche Farben geholt. Ich habe mir jetzt nur den hier geholt, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Plopp. Nase angemalt. Ups. Riecht unfassbar süß. Oh, der ist aber hell da. Sieht aber gut aus, ne? Kann man sich so nicht beschweren. Es ist sehr, sehr hell. Zieht keine Fäden. Fühlt sich pflegend eigentlich eher so an. Nö, den kannst du auch so auftragen, wenn du halt gerade keinen Spiegel zur Hand hast.
easy peasy, ne? Und wenn du dann sagst, ah, okay, ein bisschen hier vielleicht diese Sabbergedönsen wegmachen oder was wie Sabber aussieht, wenn man da vielleicht so eine Ansammlung hat, ne? Mit dem Finger drüber her, das ist total einfach. Doch, das ist ein schöner Lipgloss. Mhm, den mag ich. She said, what? Puh. Und jetzt ist mein Gesicht gerade echt heftig am Glühen und ich merke einfach, dass meine Hautpflege definitiv einziehen muss, bevor ich jetzt gleich noch irgendwie eine Sonnencreme oder sowas drüber gebe. Deswegen kann ich euch jetzt eigentlich am besten zwischenzeitlich ein bisschen was über den Neuzugang bei uns im Haushalt erzählen, nämlich über den Staubsauger. Ich rutsche zur Seite, blende dann hier gleich mal so ein bisschen Bilder ein, denn den haben wir jetzt ein paar Tage auch in Gebrauch gehabt und wir müssen jeden Tag bei uns staubsaugen. Also, ich rede von dem Redkey F10. Das ist ein richtig cooler Akkustaubsauger, der einfach sehr praktisch ist. Mein Freund hat ihn aus der Verpackung rausgenommen und hat direkt gesagt, Mensch, der fühlt sich wirklich wertig an. Wir hatten vorher einen von der Amazon Eigenmarke, der ist aber auch mittlerweile einfach nicht mehr vorhanden und der ist uns immer wieder, wie soll ich sagen, verstopft. Ne? Weil wir haben Sammy, wir haben dadurch super viele Hundehaare bei uns und wir brauchen dann natürlich auch einen Staubsauger, der gerade so auf den Teppichen intensiv reinigen kann, um dort halt die ganzen Hundehaare zu entfernen. Und da ist dieser Staubsauger richtig gut geeignet. Also ich bin damit über die Teppiche gegangen und habe mir gedacht, der Wahnsinn. Also der nimmt richtig gut alles, was da drin ist, raus. Wir haben so Kurzflorteppiche, zwei Stück. Einen quasi im Durchgangsraum, im Büro bei uns und einen bei uns im Wohnzimmer. Da liegt Sammy halt sehr häufig und dementsprechend, da musst du jeden Tag halt drüber, ne? Und ja, das nimmt er sehr gut raus. Da habe ich auch echt viel rausgeholt. Im Prinzip, ja, von einem Tag habe ich eine ganze Füllung von diesem Staubsaugerbehälter drin gehabt. Egal. Ich kann ihn euch auf jeden Fall mega ans Herz legen, weil das ein Ding ist, was super praktisch ist. Wir werden den auch wirklich im Erdgeschoss unten bei uns in der normalen Wohnung dann haben. So kann ich nämlich auch mit diesem Staubsauger super gut unter irgendwelche Sachen drunter, weil der so knickbar ist. Das habe ich euch auch eingeblendet. Das heißt, ihr könnt den an der Stelle, also an einer Stelle von dieser, von dem Rohr knicken. Da könnt ihr einfach auf den Knopf drücken und kommt dann super gut unter die Möbel drunter. Und das ist so angenehm. Also für mich halt unter den Wohnzimmertisch oder im Büro halt, ne, dass ich unter den Schreibtisch gut drunter komme. Und das Bett, auch eine ganz wichtige Kiste. Das Einzige, was ich schade finde tatsächlich, ist, dass wir den nicht einfach so hinstellen können, sondern du musst den immer wieder auf die Ladestation hängen. Der steht nicht von alleine. Irgendwas ist immer, aber das finde ich in Ordnung, denn wir hängen den ganz normal bei uns an die Station, die auch bei meinem Freund im Büro jetzt ist, damals in meinem YouTube-Zimmer. Schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich euch den Redkey F10 verlinkt. Kann ich euch empfehlen, weil ich finde, auch preis-leistungstechnisch ist der vollkommen in Ordnung. Müsste aktuell bei ungefähr 166 Euro liegen. Jetzt komme ich zu dem nächsten Produkt. Es ist ja ziemlich warm draußen offensichtlich. Ich bin jetzt aber nicht die ganze Zeit pick in der Sonne. Das heißt, normalerweise würde ich jetzt einen Lichtschutzfaktor 50 verwenden oder 50 plus. Da habe ich mir jetzt hier von Ultraviolet den SPF 50 plus Queen Screen bestellt. Den möchte ich gerne mal ausprobieren. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich den verwende oder, den habe ich mir auch bestellt von Paula's Choice, den Smoothing Primer Serum mit Lichtschutzfaktor 30. Und den fand ich auch sehr, sehr interessant. Auch da können wir aktuell mit Claudis Welt 15% drauf sparen. Beziehungsweise, ich glaube gerade sogar 20%. Müsst ihr mal schauen, wenn ihr das im Warenkorb angebt oder wenn ihr quasi über die Links in der Infobox bestellt, dann wird das ja auch im Warenkorb abgezogen, ne? Coole Sache auf jeden Fall. Also ich hätte tatsächlich auf beides gerade richtig Bock. Richtig Bock. Ich probiere mal Ultraviolet aus. Was soll's? Was soll's? Weil das sah auch so cool aus, als ich das gesehen habe. Guck mal. Ja, ne? Hat mich auch angesprochen. Da habe ich auch wieder bei Jennys Highlights das gesehen. Ne? Die hatte das nämlich sich auch von Purish bestellt und ja. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Ich krieg's halt wirklich nicht auf, ne? Also ich versuche es mit links, ich versuche es mit rechts. Ich glaube, ich bin zu schmierig. Ich versuche es mit dem Handtuch, ich habe es mit meinem Kleid versucht. Mache ich dann demnächst mal mit euch zusammen. Das heißt, heute gibt es dann nur Lichtschutzfaktor 30. Aber das ist nicht schlimm, weil wie gesagt, ich werde jetzt heute nicht mehr unbedingt das Haus verlassen. Und dann nehmen wir den. Paula's Choice wusste ich gar nicht, dass die halt auch einen Primer haben. Und Smoothing ist ja quasi auch ja, weichzeichnend irgendwie. Ne? Finde ich interessant. Da mache ich mir natürlich ordentlich was drauf. Oh, guck mal, der ist so durchsichtig. Das ist interessant. Boah, aber echt silikonig, Leute. Das muss ich wirklich sagen. Holla, die Waldfee.
Jetzt habe ich ganz schön viel Kram im Gesicht. Ups. Das hat so ein, einerseits was total Öliges, andererseits aber auch so ein bisschen dieses Pore-Filling-Gedöns. Wisst ihr, was ich meine? Also vom Gefühl her ganz, ganz merkwürdig. Ich werde mir das jetzt wirklich mit diesem schönen Moped hier mal föhnen. Aber zieht euch jetzt mal rein, wie genial meine Haut jetzt aussieht. Also so richtig aufgepolstert und juicy, fresh. Ich mag die gerne leiden jetzt gerade so, ne? Also das sieht richtig gut aus, deswegen werde ich jetzt auch gleich keine Foundation draufhauen. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, so mag ich das gerne leiden. Wirklich, ne? Das ist schön. Das ist jetzt auch wirklich eingezogen. Ich habe immer noch so einen Film auf der Haut, das ist jetzt nicht so zack alles weg. Aber dafür habe ich, glaube ich, auch ein bisschen zu viel von allem genommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwas nicht miteinander funktionieren würde. Mir gefällt das richtig gut. Ich verwende jetzt als nächstes einen Concealer, den ich hier auch von Purish gekriegt habe, ne? Dominique Cosmetics. Da habe ich ja die ein oder andere Lidschattenpalette. Auf Dominique Cosmetics haben wir, glaube ich, aktuell keinen Rabatt aktuell. Hier finde ich aber so geil, das ist die Farbe Almond Milk, also Mandelmilch. Trinke ich auch ganz gerne. Hier finde ich wirklich geil oder schön, dass wir einen Applikator hier dran haben, der metallisch ist. Guck mal, so richtig schön sieht das Ding aus. Und das ist also zum einen hygienisch und zum anderen mega angenehm kühlend. Also mir gefällt das richtig gut. Ist halt eher wie so ein Spatel, ne? Und weniger dann wie so ein Aufsaugungsapplikator-Ding. Aber das fühlt sich gerade richtig schön an. Oh, deswegen reibe ich hier mal so mit diesem Metallfüßchen ein bisschen unter meinen Augen herum, weil das ist um Längen kühlender als dieses Eye-Ding, Augending von Nivea. Ne? Das ist Wahnsinn. Ich versuche mal, ob ich das einfach mit meinen Fingern dann auch einarbeiten kann. Das wäre ja super easy, ne? Dann brauchst du nicht extra ein Pinselchen oder so. Das ist, als hätte ich nichts drauf. Guckt euch das mal an. Das finde ich total schön, total natürlich. Ich mag das gerne leiden. Also der hat jetzt nicht so eine mega krasse Deckkraft, jedenfalls nicht so, ne, dass ich die jetzt sehen würde. Vielleicht, wenn man das anders machen würde, wenn man das mit einem Pinsel einarbeiten würde, wenn man mehr Produkt verwenden würde. Aber so habe ich ein super natürliches Finish dadurch und das gefällt mir. Also der wird öfters verwendet. Im gleichen Zuge habe ich hier von Dominique Cosmetics auch noch diese Everlasting Eye Base bekommen. Haben wir hier, hat der eine Farbe? Nö, natürlich nicht, ist ja eine Eye Base, Claudinchen. 12 Gramm sind hier drin, da kommst du auch ewig und 3 Tage mit aus. Also bis man mal eine Eye Base leer hat, das dauert wirklich lange, lange, lange. Der ist gelb, guck mal. Also ich bin ja eigentlich neutral und kühl vom Hautunterton her, ne? Gelb ist natürlich mal eine Ansage. Okay, sehr ergiebig, huch. Für mich jetzt tatsächlich ein bisschen zu gelb, deswegen nehme ich mir auch ein Schwämmchen, um das mal einzuarbeiten. Das ist jetzt einfach ein trockener Schwamm, da habe ich jetzt so keine Flüssigkeit beigemacht. Muss ich mal schauen, wie das sich jetzt gleich mit Lidschatten verhält. Aber vorher habe ich auch noch ein weiteres Produkt und zwar habe ich hier ein Puder. Das ist von Dominique Cosmetics, das Smooth and Blur Setting Powder und das habe ich in der Farbe Translucent hier. Auch wenn ich keine Foundation drauf habe, kann ich ja trotzdem ganz leicht mein Gesicht damit setten, um zu schauen, ob das vielleicht einfach helfen kann. Hier haben wir das Produkt. Nehme ich mir ein bisschen raus. Okay, das ist jetzt nicht ganz so fein, wie ich jetzt eigentlich gedacht hätte. Ich habe hier so einen Puderpinsel von Boutique ist das und arbeite da das Puder dann einfach mal in meinen Pinsel hinein. Klappt ein bisschen ab und dann sette ich damit einfach mal ganz entspannt mein Gesicht. Ich würde es halt auch wirklich jetzt super natürlich einfach halten und da jetzt nicht noch groß was nachnehmen, sondern das dann auch tatsächlich so lassen. Das Puder ist jetzt erstmal soweit so gut, ne? Also sie ist jetzt nicht groß sichtbar oder so. Gefällt mir auf jeden Fall, ne? Wird jetzt noch weiter in Anwendung genommen, mit anderen Produkten kombiniert und so. Aber jetzt so in der First Impression, das ist schon mal eine gute Sache. Jetzt werde ich mir schnell was auf die Augen machen. Denn jetzt kommt von Nivea dieses Set It and Forget It Setting Spray. Ich habe mir gedacht, das kann ich doch jetzt am besten auch vor der Mascara schön anwenden. Es gibt jetzt nicht so super viel zu setten, weil ich habe ja, ups, hat auch den Augenlook sehr fein gehalten. Ne? Das ist jetzt einfach ein 2-3-Minuten-Look für mich. Das ist ein bisschen was Mattes, ein bisschen was Schimmerndes. Fertig ist die Laube jetzt nicht so groß verblendet oder so. Genau, und so schaut das aus. Okay, ne? Ich meine, das habe ich jetzt so gar nicht in Erinnerung gehabt, dass irgendwer das auch vielleicht mal so groß reviewed hat, da groß was drüber erzählt hat. Entweder weil es nicht so gut war oder weil es neu ist. Keine Ahnung. Oh, das ist der Sprühstoß.
sehr parfümiert. Mal gucken. Ich werde geduscht. Angenehm. Parfümiert, aber angenehm. Ja, also man könnte jetzt natürlich mit diesem... Oh, es läuft hier gerade meine Brüste runter. Neues Gefühl für mich, ihr wisst das. Werde es auf jeden Fall weiterverwenden. Fand ich jetzt soweit so gut. Ich nehme jetzt aber einfach, weil ich es immer mache, ne, so ein Schwämmchen, um das einfach einzubuffern. Buffern. So, auch die Hupis müssen gesettet werden. Liebe ich einfach. Okay, jetzt habe ich nämlich bei Cindy Jane eine Mascara gesehen. Die hatte sie letztens erst gezeigt. Die wurde wohl ziemlich häufig auch nach der Mascara gefragt und hat die deswegen dann auch vorgestellt. Das ist die teuerste Mascara, die ich, glaube ich, je hatte. Ich weiß nicht, ob jetzt Yves Saint Laurent und Co. teurer sind als die. Delauria Lash Designer Length, Volume and Curl. Und die soll halt wirklich alles machen. Ein veganes Produkt, 9 ml sind hier drin. Ist so eine matt-schwarze Verpackung mit goldener Schrift. Ist eigentlich ganz hübsch. Jetzt schauen wir uns mal das Bürstchen an. Oh. Okay, ein Gummibürstchen, was ganz, ganz, ganz fein ist, ganz dünn. Riecht soweit nach nichts, ist super flexibel. Ja, und jetzt gucken wir uns das mal auf den Wimpern an. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also, ja, sie ist schon gut, wirklich gut, aber... Ich habe da jetzt ja mit Versand irgendwie 40 Euro für bezahlt, ne? Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also da tut es tatsächlich auch die Trended Up Mascara, die pinke. Ja, die macht ein ähnliches Ergebnis, wenn man sie halt genauso vorsichtig anwendet. Es ist eine solide Mascara, aber so dille. Jetzt kommen wir zu einem Paket, was ich von der lieben Eva geschickt bekommen habe. Eva ist diejenige, die mir auch die Schön-für-mich-Box im Juli ermöglicht hat. Also vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Sie wollte mir eigentlich ein Produkt schicken, hat dann aber gesagt, ach komm, ein bisschen was packe ich dann noch bei. Ich habe das eben schon mal kurz aufgemacht, um zu gucken, ob ich da irgendwas drin habe, was ich halt für mein Full-Face auch verwenden kann. Und ein Produkt ist nämlich drin, das kann ich gleich mit euch zusammen auftragen. Muss ich nur gucken, wie das aussieht. Wundervolle Karten hat sie mir geschrieben, ne? Hat da liebe Worte geschrieben und Herzchen und das freut mich wirklich sehr. Ja, ja, ne? Und deswegen, das sind aber meine Karten. Die sind nur für mich. Hier steht nichts hinten drauf. Das heißt, die könnte ich theoretisch auch weiterverwenden oder halt aufhängen. Wir werden das schon schaukeln. Ist hier mit dem Schaukelpferdchen. Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Und das stimmt allerdings. Habe ich ja zum Beispiel auch gemerkt, als damals... kurz bevor ich meinen Schwangerschaftstest gemacht habe, der ja offensichtlich positiv war, eine Dame mich sehr, sehr böse bei Instagram angegriffen hatte und mich sehr traurig halt auch gemacht hat. Und daraus ist halt einfach entstanden, dass ich zu meinem Freund im Scherz gesagt habe, wie witzig wäre das, wenn ich schwanger wäre. Mache ich einen Test und bin dann tatsächlich schwanger. Ne? Das ist halt die Sache, da hat Eva vollkommen recht. Aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Positives machen. So. Als erstes hat sie mir hier auch noch, oder als nächstes, weiß ich nicht, hier so ein, wie heißt der, Emil, glaube ich, ne? Also, wir haben den bei uns dicht gehabt, wie süß ist der bitte? Aus dieser Babywelt-App von Rossmann ist das nämlich so ein Kuschelschnuffeltier. Das kann ich, also richtig süß, ne? Dann für meinen kleinen Mann auch nehmen und dann halt in die Wiege mit reinlegen und es fühlt sich auch schön weich an und der begleitet mich halt sowieso in der App halt auch die ganze Zeit, deswegen, freue ich mich voll, total niedlich. Dann von Laboratories Filorga hat sie mir ein Oxygen Glow Super Perfecting Radiance Cream Produkt reingelegt. Falscher Artikel, ist immer schwierig, dann auch die Kurve zu kriegen. Ne? Finde ich cool, werde ich ausprobieren. Das ist total praktisch. Von Freiöl, das Shaping Figuröl, kann ich jetzt aktuell einfach super gut verwenden. Ne? Ich verwende super viele Öle und diese ganzen Mami-Geschichten. Da passt das von Freiöl auch richtig gut dazu. Das hier werde ich nehmen, um es halt als Fußmaske zu nehmen. Oder? Mal. Nee, Quatsch, das ist eine Gesichtsmaske. 2-in-1 Maske, Peeling und Pflege. So, ich dachte nämlich, es wäre ein Badezusatz. Deswegen nicht Fußmaske, sondern Fußbad, eigentlich egal. Vitamin E, Mohnsamen und Traubenkernöl zur Klärung vom Hautbild, regeneriert und so weiter. Und das finde ich schön. Also erst machst du wohl das Peeling, dann die Maske oder so. Muss ich mal gucken.
werde ich euch im Aufgebraucht-Video reviewen. Mache ich einfach heute Abend mal. Dann habe ich hier als nächstes etwas drin, das benutze ich gleich. Einen Flick-Stick von Botanic Beauty. Ich glaube, den hatte ich selber mal. Ich muss mal schauen, welche Farbe das ist. Das kommt in mein Full-Face Beauty Box mit rein. Den hätte ich heute auch wirklich gut verwenden können, aber ich wollte ja nur ein dezentes Augen-Make-up. Ne? Das ist ein Eyeliner tatsächlich. Das finde ich cool. Als nächstes habe ich was von Weleda hier mit der Banden da drin. Calendula Baby Cream schützt und pflegt im Windelbereich. Das werden wir safe brauchen können. Ein Stilltee von Mamas Baby Dream. Jetzt noch nicht. Den kann ich mir kalt, glaube ich, ganz gut machen. Together is a lovely place to be. Habe ich hier auch einen Tee drin. Da bin ich auch mal gespannt, wie der so schmeckt. Kamille, Melisse und Lavender. Lavendel. Sehr, sehr interessant. So, hier habe ich dann noch einen Primer drin versteckt. Also das sind sehr viele Produkte, die sie darin versteckt hat. Slow Your Glow. Das ist ein Anti-Aging-Produkt. Gold and Honey Beauty Mask von Hey Honey. Die habe ich, glaube ich, sogar schon mal verwendet gehabt. Vielen, vielen Dank. Ausprobiert. Und hier ist noch mehr drin. Mann, 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 eine Bienenwiese, die werde ich säen. Das ist süß. Sowas finde ich wirklich süß. Guck mal, da sind wirklich Samen drin. Ne? Haben wir hier bei uns auf dem Grundstück auf jeden Fall genug Platz. So, jetzt war es das aber, ne? Ja, gut. So, von Piolet habe ich hier nämlich dieses Produkt. Da hatte ich nämlich das Armband in meiner, ich glaube, Pinkbox war das drin. Und dann hatte sie mir halt geschrieben, hey, ich habe die Kette, soll ich dir die mal schicken? Und ich sage, eigentlich will ich nicht, aber ja. Ja, das ist halt so eine Plättchenkette. Mit Muscheln und so weiter drauf. Und die lege ich jetzt mal eben an. Ja, also die gefällt mir wirklich gut. Ich habe jetzt nur ein relativ klebriges Dekolte. Aber trotzdem, mag ich gerne leiden. Ich mag das einfach. Diese ganzen, also diese Plättchenketten sind generell echt so mein Ding, ne? Und dann halt auch, wenn das so, ja, perlenmäßig ist. Das ist, mag ich gerne leiden. Also vielen, vielen Dank, liebe Eva. Du hast mir mit deinem Paket eine große Freude gemacht. Und ich, ja, die Produkte auf jeden Fall in Ehren halten und gut verwenden können. Eins habe ich aber tatsächlich aus diesem Paket, was ich gerne jetzt auch auftragen möchte. Denn ich habe zwar jetzt noch den Lipgloss von Nimia drauf, aber den kann ich ja eben runternehmen. Denn sie hat mir auch einen Lippy mit reingelegt. Das ist von MAC, der 701 All Fired Up. Und das ist eine schöne Bärenrotfarbe. Also die Farbe würde ich definitiv als imposant beschreiben. Wow, aber richtig schön. Bei den MAC Lippies ist das halt so, dass die auch schön auf den Lippen sind. Ich spüre den nicht. Ne? Ich sehe ihn zwar, ja, der ist unübersehbar, aber man spürt ihn nicht und ich finde den total cool. Also richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank, liebe Eva. Eins habe ich noch tatsächlich jetzt zum Abschluss und zwar, das habe ich mir auch bei Purish mitbestellt, ist das hier von Bondi Sands. Ein Face SPF 50 Plus Very High Protection Fragrance Free Sunscreen Mist. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal, weil ich ja noch nicht genug Pflege in meinem Gesicht drin habe, on top geben. Und man soll das tatsächlich alle 2 Stunden wiederholen. Das ist auch immer sehr, sehr, sehr wichtig. Und tatsächlich auch im Voraus, bevor du in die Sonne gehst. Also so 15 bis 20 Minuten vorher. Okay, okay, los geht's. Also ich habe definitiv Glow dadurch nochmal zusätzlich bekommen. Man sieht es jetzt halt auch echt, ne? Also es ist sehr speckig geworden. Wie das jetzt mit Foundation und so weiter funktionieren würde, keine Ahnung. Die Wirkung des Puders ist jetzt natürlich vollkommen weg, ne? Aber ich finde, eigentlich sehe ich gar nicht so verkehrt aus. Jo, schreibt gerne mal in die Kommentare rein, welches Produkt euch, was ich euch so heute gezeigt habe, am allermeisten interessiert. Und das war es dann auch hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Übrigens, in diesem Video, wer bis hierhin dran geblieben ist, ist schlau, gibt es eine Verlosung. Genau, und zwar verlose ich ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Ne? Ich verlinke dir einfach mal hier oben meine Playlist mit den ganzen... Ja, was nehme ich denn da? Hauls. Komm, wir nehmen hier mal die Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!